Ich habe mir die Unsichtbarkeit gekrallt. Und er ist tot. Herrlich. Hallo, Freunde der Sonne. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Oh, Junge. Ich komme gerade aus dem Gym nach Arbeit. Es ist heiß. Ich glaube, 32 Grad hier in Berlin. Und, Leute. Es ist unglaublich. Ich bin ja keiner, der Hitze verträgt. Egal. Zum Video. Heute gehen wir zum Schurken. Ich zeige euch auch mal, wie ich ihn immer spiele. Ich achte immer drauf, dass ich den Stärkewert voll kriege. Denn dann kriegen wir mit der Unsichtbarkeit, egal welche von den dreien wir nehmen, ein Gift-Attribut. Welches über 3 Sekunden, alle 0,5 Sekunden, 25 Schaden am Gegner verursacht. Dazu fertige ich mir immer von den Erbstücken die Halskette, die Stärke-Halskette. Und packe in dem Fall jetzt auch noch Geschicklichkeit drauf, denn wenn wir Geschicklichkeit auf 62 kriegen, kommt der nächste Trick. Aktiviert nach Töten eines Feindes auch NPC Unsichtbarkeit. Wenn wir dann die hier anhaben, verbergen, was man zwar 3 Sekunden lang kanalisieren muss, dafür aber 30 Sekunden lang unsichtbar ist, ist man nach dem Töten eines jeden Gegners sofort für 30 Sekunden ohne kanalisieren unsichtbar. Wodurch man sich durch die gegnerischen Reihen einfach so metzeln kann, wenn wir immer wieder mit dem Gift zum Beispiel Goblins töten, reicht's aus, nur einen grünen Dolch dabei zu haben und der stirbt sofort. Das heißt, wir rennen durch die Karte. Wenn wir Geschicklichkeit sogar auf 93 kriegen, haben wir die ersten 5 Sekunden in der Unsichtbarkeit immer nochmal 200 Movement Speed obendrauf. Damit würden wir zum schnellsten Schurken überhaupt werden. Wie gut aber das Ganze überhaupt funktioniert, zeige ich euch jetzt. Da vorne sehe ich auch schon unser erstes Opfer. Welche gezückt. Schön verkackt. Oh, wir sind unsichtbar. Wir sind wieder unsichtbar. Und ihr seht, wie schnell das Gift hier tickert. Wir sind wieder unsichtbar. So, habt ihr gesehen, wie schnell das Ganze gehen kann? Ne? Mit den ganzen Töten vom Gift und so, gerade bei Goblins. Ich höre gerade Schritte. Ich zeig euch mal noch was. PvP. Da war der Fail. Attentat hat leider nicht funktioniert. Hör ich doch wen. Der ist hier gerade lang gelaufen. Da ist er. Kannst du mal vollklicken, mein Freund. Die ist immer fest. Ich habe mir die Unsichtbarkeit gekrallt. Und er ist tot. Herrlich. Da liegt er nun tot rum. Ihr habt gesehen, wie unfair das sein kann mit dem ganzen Unsicher werden. Giftschaden drauf. Und ich würde sagen, ich guck mal, ob ich noch ein paar weitere PvP-Action-Kämpfe für euch finden kann, ja? Ich hätte das gehört. Jo, ich höre hier was. Den krallen wir uns, ganz lieb. Und weg ist er! Ja, yes. Rogue ist schon eine unfaire Klasse, Leute. Rogue ist schon eine unfaire Klasse. Gut, der war jetzt genauso dünn besiedelt wie ich mit seinen ganzen Rüstungen und so weiter, aber er hat einen schönen Dolch für mich. Krone. Nehmen wir auch mit. Herrlich, herrlich. So, weiter geht's.
Ist einer. Über mir einer. Hat er mich eingesteinert, der Mistkerl? Und er heilt sich, na klar. So. Ja, jetzt wurde ich selbst von einem Schurken hops genommen, aber wunderbares Beispiel auch für euch, was der Schurke drauf hat. Ich hoffe, ich konnte euch den Schurken ein wenig näher bringen und ein wenig zeigen, was er drauf hat. Auch schon mit Low Build, also mit Budget Gear. Haut bitte mal in die Kommentare rein, was ihr so von dem Schurken haltet oder von dem Rogue. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Das hilft mir sehr und auch dem Algorithmus. Ich hau auf jeden Fall noch andere Klassenvideos raus. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die anderen Videos rauskommen. Im Krio Mensa habe ich auch schon ein Video, das werde ich euch hier drüben verlinken. Und auch den Rest der Playlist. Schaut da mal rein und haut mir in die Kommentare. So dann, ich bin raus, euer Depp und ciao mit V.